Das ist echt witzig. Der eine rennt gleich los und verschimmelt das Herz, der andere klaut gleich die Münzen. Und schon habe ich nicht mehr wirklich einen Grund, durch die Tür überhaupt zu gehen. Auch nicht schlecht. Also meine Waffe, ey, die ist schon gut. Zur Zeit, da kann man nichts sagen. Ah, Schaden. Gemeinheit. Wartet mal ganz kurz, vielleicht könnte man hier noch die Steine... Nein! Ja, diesmal hat es mich geheilt. Sehr gut. Au. Warum klaut der Idiot nicht die Kristalle? Das wäre cool, das stimmt, weil die kann ich gerade gar nicht unbedingt brauchen. Ja, nee, ich gehe jetzt gar nicht mehr auf Dämon unbedingt aktuell, weil ich habe nur noch 3 Herzen. Mit 2 Herzen Maximum, das ist mir doch zu wenig. Gold haben wir auch nicht so viel, aber ich mache trotzdem mal die Tür zum Händler auf. Ich will die Waffe und das da auch und die anderen Sachen auch. Ich will bitte alles. Jetzt. Ein Herz und deine Waffe geht ab wie Schmitzkatze. Na gut, das glaube ich, aber trotzdem traue ich mich nicht zu unbekannten Bossen, gegen die ich noch nie gekämpft habe, mit einem Herz. Hey, aber ist es... Ich glaube, es ist aber eigentlich so, dass mir... dieser Bonus nur was bringt, wenn ich ein Herz verloren habe von meinen Maximalherzen. Weil jetzt schieße ich nur einen Laser, aber wenn ich nur 2 von 3 Herzen habe, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn ich jetzt 100 Herzen hätte und nur 99 davon sind voll, würde ich trotzdem den Doppellaser spielen. Also so verstehe ich das jetzt aktuell, die Waffe. Ich könnte mich täuschen. Aber ich glaube, es geht darum, wie viel mir fehlen. Wie viel ich maximal habe, ist egal. Muss ich mal ganz kurz gucken, weil hier könnte ein Geheimraum sein. Aber scheinbar nicht. Nö. Und hier könnte auch einer noch sein. Aber scheinbar auch nicht. Und hier könnte noch einer sein. Aber auch nicht. Sagenhaft. Na kommt, Raketen. Seid cool. Nein, cool habe ich gesagt. Okay, ich mach mal die Kiste auf. Ja, na also. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Für was brauchte ich einen Schlüssel außer die Kiste hier? Ah, irgendeine Tür oder so. Irgendwas Blödes. Egal. Naja. Leider klaut mir dieser blöde Trump die ganzen Münzen weg. Das heißt, Händler sind in Zukunft blöd. Ein paar Schilde hat er mir dafür gedroppt. Ich meine, naja, immerhin. Aber mir wär's lieber, wenn er weggeht. Kann er nicht endlich sterben? Kann den nicht mal irgendwer fressen oder so? Vielleicht beim nächsten Boss oder so. Oh. Ich habe keinen Schlüssel. Was mache ich da eigentlich? Gehen wir lieber da oben nochmal entlang.
Okay. Hier könnten jetzt Geheimräume sein, eventuell. Oh, das gibt's doch nicht. Nirgends Geheimräume, ey. Dabei müsste es theoretisch hier schon zwei geben, eigentlich. Eine kleine Mumie blockiert feindliche Projektile und schießt vielleicht zwei Projektile zurück oder so ähnlich. Irgendwie sowas. Wenn man nach dem Bossen zurückgehen kann, macht es eigentlich keinen Sinn, die aufzusparen. Ich mache das immer nur, weil ich immer hoffe, dass ich noch mächtiger werde, weil die Bosse halt schon schnell mal so Run-Ender sind. Aber es kann natürlich passieren, dass man schwächer als zu einem Boss kommt, nachdem man Level erkundet hat, als vorher, das stimmt. Aber ich glaube in der Regel, zumindest bei Binding of Isaac, macht meistens sehr viel Sinn. Und hier kann man ja auch durchaus sehr nützliche Upgrades finden, die einem so einen Boss dann erleichtern. Ich glaube, das ist schon wahrscheinlich, denke ich mal. Was? Du glaubst, ich habe den Raum gerade nur nicht getroffen, den Geheimraum? Vielleicht. Ich versuch's mal hier noch, weil eigentlich gibt's nicht mehr so viel Alternativen. Das ist jetzt schon sehr komisch, dass hier auch keiner ist. Angeblich. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber es sieht fast so aus irgendwie. So, jetzt muss ich ihn treffen, wenn er da ist. Ha. Zumindest haben wir noch einen Schlüssel gefunden. Jetzt muss ich mich entscheiden, oben oder unten. Scheißegal, keine Ahnung. Los geht's. Und wir haben ein Kalenderblatt 2. Melting Kalender. Time is meaningless. Time is a meaningless mortal construct. You understand this now? And your movement speed is increased. Ah ja, weil ich verstanden habe, dass Zeit nur ein sterbliches Konstrukt ohne Bedeutung ist, kann ich mich jetzt schneller bewegen. Durch die Zeit, die nicht existiert. Versuchen wir es nochmal. Den rechten Raum nicht getroffen, deswegen... Rechts ist die Rakete vorbeigeflogen. Ich versuche es nochmal. Weil im Endeffekt muss sie, also theoretisch müsste es sogar zwei Räume geben und im Endeffekt müssen die hier sein. Aber sind die irgendwie nicht? Oder sind die da oben vielleicht, aber wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich sind die schon immer auf Bodenhöhe. Beim Boss. Da wird mir sogar einer angezeigt. Hä? Warum? Aber gut, beim Boss ist auf jeden Fall einer. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich doch ein Item, das es zwei geben müsste. Aber egal. Ich nehme auch einen. Einer ist besser als keiner. Oder ist das dein Geheimraum gewesen? Nee. Ich schaue jetzt mal nochmal alles durch. Vorsichtshalber. Aber hier haben wir eigentlich geguckt, ne? Sieht nicht so aus. Nö. Na dann, egal. Hey, Janesnis. Janesnis, stimmt das so? Dankeschön fürs Abonnieren. Hi, willkommen. Und hallo.
Jetzt schauen wir hier nochmal. Auch nicht. Naja, dann weiß ich es auch nicht. Dann nehmen wir halt den einen Geheimraum beim Boss, der gar kein Geheimraum ist, für den ich einen Schlüssel bräuchte. Dann gibt es irgendwie keine Geheimräume. Dann gehe ich jetzt zum Boss. Was soll's. Nochmal zurück und in der... Oh, Mist. Jetzt gucke ich in den Chat und laufe die Stacheln. In der mittleren Etage. Jetzt muss ich nochmal schauen, auf was sich das bezieht. Aber ich glaube, das hätte gerade getroffen, oder? Aber hier vielleicht, ja. Scheinbar nicht. Komisch, komisch, ne? Unten können die nicht sein, oder? Normalerweise. Oder oben. Wahrscheinlich nicht. Naja, dann wurscht. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Geheimraum zu suchen. Ich gehe jetzt zum Boss. God of Pills, den kennen wir schon. Der ist auch nicht so tragisch normalerweise. Tada! Okay, Garant Clip. Add extra bullets per shot and increase your weapon's damage. Das klingt ziemlich gut. Damn, yeah. Das finde ich schön. Aber du bekommst zwei Itemräume, nicht Geheimräume. Ah, okay. Cool. Leider habe ich keinen Schlüssel, also hilft es eh nichts. Aber ja, die Waffe ist jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr mächtig. Das ist echt cool. Guter Run. Guter Run. Da setze ich meine besten... Ah, oh, so eine gute Waffe Augen auf. Nice. Hallo, Jens Hardcore, wie geht's? Jetzt verschimmel doch nicht immer meine Herzen, Peter. Was soll denn das? Aber ich brauche gerade eh keins. Ah, damn it. Oh, die Mumie ist hochgelevelt. Yeah, Tiny Mummy 2. Was macht die denn jetzt? 4 bullets when attacked on death drop half a heart. Na dann. Cool. Tja. Das stimmt. Dafür, ich habe meine Begleiter sind zwar echt eine Katastrophe, abgesehen von der Mumie, die ist cool, aber wenigstens ist meine Figur echt ziemlich gut. Meine Waffe. Das stimmt eigentlich, ne? Mit 3 Schilden kann man ruhig... Eigentlich könnte ich sogar darauf spekulieren, dass die Herzen... Nee, aber warte mal. Die Herzen ziehen mir ja jetzt leider Schilde ab. Ja, ich will ja eigentlich... Am besten nur ein Herz, aber dafür volle Schilde. Weil dann wäre meine Waffe irre. Aber das geht auch mit Schimmelherzen leider nicht.
Schlüssel bräuchte ich. Das wäre gut. Aber die Propellergranaten sind schon gemein, ey. Mein Gott, so viele Herzen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ist die Katze gestorben? Ah, Peter ist tot. Yes. Na, Gott sei Dank. Das heißt, keine Herzen, die verschimmeln mehr. Okay, immerhin. Und da liegen jetzt sehr viele Herzen, falls ich welche brauchen sollte. Mir wäre es lieber, wenn Trump sterben würde hier. Der nervt mich wirklich mit seinen Münzenklauereien. Na, hoffen wir mal. Genau, das wäre echt super. Ah, Mist, ich wollte die gar nicht böse machen. Naja. Ach Mist, jetzt habe ich auch meine Heiligkeit verloren, ne? Und bin jetzt voll Dämon. Na toll, alles für eine Granate. Naja, dann mache ich jetzt doch wieder, fülle ich doch wieder die Dämonleiste jetzt. Hilft ja nicht. Huh? Ah, Mist. Mumie Stufe 3. Yeah. Immer besser hier. Sehr gut. Na dann. Können wir uns eigentlich zurück teleportieren? Hier gibt es eh nichts mehr zu holen, denke ich. Nein, was mache ich denn bitte? Für einen Quatsch. Der Startraum könnte einen Geheimraum haben. Ja, da muss ich nochmal schauen. Hier, wenn ich Schlüssel hätte, das wäre so super. Aber jetzt schauen wir mal hier weiter. Aber weißt du was, ich habe 7 Granaten. Was soll's? Okay. Herzen habe ich. Ich wünschte mir, ich hätte jetzt einen Freund, einen Begleiter, der die Herzen sammelt und zu was Nützlichem umwandelt. Das wäre ziemlich cool. Naja. Hätte ja sein können. Ach, guck, ne Dämonenkiste. Sehr gut. Ja, shoppen. Wenn mir der Trump nicht alles klauen würde, könnte ich mir vielleicht die coole E-Gitarre kaufen. Einen Schlüssel könnte ich mir leisten. Das mache ich auch. Das macht durchaus Sinn. Öffne ich lieber einen der Geheimräume, glaube ich, statt die Kiste. Ich meine, ich könnte es bereuen, weil in einem der Geheimräume könnten sich eventuell Kisten aufenthalten. Nee, warte mal. Das sind so gelbe Dreieckräume, die geben mir immer ein Power-Up der Göttin. Bis jetzt zumindest. Ja, cool. Okay, Fission Device. Increase your weapon damage and movement speed. Cool, forget sheep. Ne, warte mal. Falsch. Das war das Hirn. There's a chance your bullet will spin into extra bullets. Split into extra bullets. Stay out of the danger zone? Was? Kann das auch mit meinem Laser passieren? Na, schauen wir mal. Das wäre interessant. Auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht in den Kampfraum gehen sollen. Aber gut. Okay, ganz viel Eier. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht schlüpfen da bessere Begleiter. Ich meine, nichts gegen die Mumie. Tut mir leid, Mumie. Ich zieh dich da immer mit rein. Peter und Trump sind die Schlimmen hier.
Die Mumie ist super. Ja, gehen wir zum Boss. Hilft eh nichts. God of Screens, der ist neu, den kenne ich noch nicht. Jo, den machen wir ganz schön fertig. Zumindest in seiner ersten Stufe. Wow. Ich weiß gar nicht, auf was ich schießen soll. Aber es funktioniert. Medal of Honor. Increase your movement speed and your weapon damage. Na, warum nicht? Ja, dann ab ins nächste Level. Das läuft ziemlich gut, ey. Ziemlich gut. Cooles Spiel. Oh, Falle. It's a trap. Add Shield, upgrade your weapon. Okay. die eine Münze habe ich mir wenigstens geholt. Die anderen hat er mir geklaut, der Arsch. Oh Mann, ey. Oh, noch ein Ei. Naja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Schlüssel. Wären gut, aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Oh, hinter mir. Ich hab's gar nicht gesehen. Ein Fail Egg, na gut. Cool. Fire Devil. Das klingt gut, oder? Ein Feuerteufel schießt einen Feuerball auf Gegner. Na, das klingt nützlich. Das lasse ich mir eingehen. Mein Gott, meine Figur ist mittlerweile so schnell, dass es schon fast ein bisschen unangenehm wird. Nein, das war gerade echt ein wertvoller Geldklumpen. Du Arsch. Oh Mann, ey. Wie viel HP hat Donald noch? 2. 2 von 6 hat er noch. Schon noch ein bisschen was. Den habe ich mir geholt diesmal. Den Fünfer. Mein Fünfer. Ich meine, es ist ja eh cool. Meine Figur ist eh voll mächtig. Aber wenn ich dran denke, wie mächtig ich ohne Trump sein könnte. Verdammt. Dann ist das schon ärgerlich. Nein, 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 nein. Hau bloß ab. Gut, hier könnte ich ein bisschen was einsammeln jetzt. Oh, er ist gestorben. Yes. Er ist tot. Und ich bin reich. Hell yeah. Ich glaube, ich bin... Ja, wow. Jetzt brauchen wir einen Händler. Und zwar sowas von. Oh, Gott sei Dank ist er endlich tot. Leider die Mumie auch. Die hat es nicht verdient. Ach ja, genau. Wartet mal. Bonusraum, ne? Ich opfer jetzt noch eins meiner Maximalherzen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es eine gute Idee ist. Aber ich mach das. Okay. Mercenary Lord. Mutated Orange. Oder Drilling Warhead. Was sagt der Experte? Die Orange. Okay. Ups. Die mutierte Orange. Will make you super strong. Increase movement speed and weapon damage. Oh Gott, meine Figur ist ein bisschen zu schnell für mich. Das gefällt mir gar nicht mehr. Aber der Waffenschaden dürfte jetzt schon ziemlich irre sein mittlerweile.
Ich finde die Weltmap nicht mehr. Wo bin ich? Ah, hier. Gut. Na dann. Hey, Abraxel, dankeschön für die Bits, die das Glas wieder auffüllen. Nice. Dankeschön. Warte mal kurz. Vor lauter Mützen habe ich ganz vergessen. Das... Wo ist es denn? Man auch mal den Bit-Teaser wieder mal laufen lassen könnte. Zur Feier der Bits. Wenn es immer alles so lang dauert, macht das gar keinen Sinn mehr. Ja! Give them the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Give me the bits! Dankeschön, Abraxe. Super cool. Okay, weiter geht's. One-Hit-Boss wahrscheinlich, ne? Da bin ich gespannt. Wenn die Raketen weniger Schaden machen als die Laser, das stimmt. Was, jetzt habe ich irgendwie eine eiserne Windmühle oder irgendwie sowas bekommen. Ich weiß gar nicht, woher. Deals Melee Damage. Wenn ich nah an Gegnern bin, dann kriegen die Schaden. Okay, cool. Warum nicht? Ich glaube, ich behalte meinen Laser, aber was sind das für ein dicker, grantiger Keks? Den kaufen wir. Coinbomb? This coin will explode after 3 seconds. If you haven't picked it up, time is money, right? The coin. Ach so, Münzen. Münzen explodieren nach 3 Sekunden, wenn ich sie nicht aufhebe. Und das ist gut, oder wie? Okay, Spiel, wenn du meinst. Ich glaube, jetzt brauche ich eh keine Münzen mehr. Es passt schon. Aber warum? Warum will ich das? Naja, okay. Das Windrad kam aus dem Ei. Ah, okay. Ah, und jetzt habe ich auch noch einen Ball, der mich umkreist. Naja, gut. Aha, Mist, da kommen wir nicht hin. Gemein. Was für ein gemeiner Tease, oder? Da legen die den Schlüssel neben die Truhe außer Reichweite. Ah, nicht nett. Das ist auch gemein, aber da gehe ich jetzt auch nicht hin. Die können mich mal. Bevor ich zum Boss gehe, suche ich mal noch kurz ein bisschen Geheimraum vielleicht. Gibt eh nicht so viele Anlaufstellen. Nee. Na, dann lassen wir das mit dem Geheimraum suchen und gehen zum Boss. Los geht's. Ein paar mehr Schlüssel wären cool gewesen. Aber... passt schon. God of Darkness, das Internet. Wo ist er denn? Ach, dammit. Nein, ich bin gestorben. Aber ich gucke, bei jedem Herz, das ich jetzt verloren habe, ist mein Laser stärker geworden. Aber ich hatte halt leider noch 2 Herzen. 7 Freischalt-Tokens. Das ist schon ziemlich cool. Damit können wir jetzt, glaube ich, nur einen Pfad freischalten im Grunde.
Und ich glaube, dann nehme ich lieber das, das in Stein ab und zu cooles Zeug drin ist. Wenn man dann wieder eine Sprengwaffe hat, ist das ziemlich cool. 5. Hier wird es jetzt schon teuer. Double the amount of hearts recovered. Recovered. Nur die, nicht die Startherzen. Okay, schätze ich mal. Ach so, Heilung einfach, wenn ich Herzen aufhebe. Nicht die Container. Alle meine Kugeln explodieren beim Aufprall. Das ist nicht schlecht, ne? Aber das können wir uns jetzt noch nicht leisten. Aber das ist schon ziemlich cool. Ach, und wenn ich den besiegt habe, schalte ich quasi neue Bosse frei. Ich verstehe, glaube ich zumindest.